Hier geht es um die Werkzeuge zum Optimieren der Dynamik eines Bildes. Dabei bestehen zwischen Lightroom und Photoshop wichtige Unterschiede. In diesem Video lernen Sie die Grundlagen kennen, was es mit dem Spreizen der Tonwerte auf sich hat und wie man einen Farbstich entfernt. Das Werkzeug dazu heißt in Photoshop Tonwertkorrektur. In Lightroom sind es die Grundeinstellungen im Modul Entwickeln. Genauer die Regler in den beiden Abschnitten Weißabgleich und Tonwerte. Die Optimierung der Tonwerte ist in der Regel der erste und wichtigste Schritt bei der Basisbildbearbeitung. Zum einen wird die Dynamik von Helligkeit und Kontrast verbessert, indem der Tonwertumfang des Fotos soweit möglich und sinnvoll auf den vollen verfügbaren Wertebereich gestreckt oder eben gespreizt wird. Zum anderen wird das Bild auch global farbkorrigiert, damit Weiß- und Grautöne neutral erscheinen, also ohne Farbstich. Außer bei Stimmungsbildern, wenn der Farbstich durch eine warme oder kalte Lichtquelle gewollt ist, zum Beispiel bei Sonnenaufgang oder in der Dämmerung. Das Beispiel Bild links zeigt einen reduzierten Tonwertumfang und einen grünlichen Farbstich. Das Foto wirkt flau und wie mit einem leichten Schleier überzogen. Die korrigierte Version rechts daneben hat durch die angepasste Dynamik einen knackigeren Kontrast, reineres Weiß und sattere Farben. Dadurch wirkt das Bild klarer und hat auch eine bessere räumliche Wirkung. In Photoshop dient die Tonwertkorrekturpalette dazu, Licht und Tiefe abzusetzen wie in der klassischen Repro-Technik. Mit den drei Reglern für Weiß, Schwarz und den Mittelton werden die Endpunkte und der Durchhang der Tonwertkurve wahlweise für alle Farben gleich oder für jeden Kanal einzeln eingestellt. Zur Entfernung eines Farbstichs muss die Korrektur kanalweise erfolgen, also mit unterschiedlichen Werten für Rot, Grün und Blau. Eine solche Korrektur verändert immer alle Farben im Bild. Das Histogramm im Beispiel zeigt mit den sauber auslaufenden Enden bei Schwarz und Weiß, dass das Bild bereits eine optimale Dynamik besitzt. Eine weitere Spreizung würde Tiefen- oder Lichterzeichnung abschneiden und zu Tonwertverlusten führen. Beim Entwickeln in Lightroom steuert man die Tonwertkurven auf etwas andere Weise. Die Grundeinstellungen stellen separate Reglergruppen für den Weißabgleich und für die Helligkeitstonwerte bereit. Damit kann und muss man die Graubalance als Abgleich auf eine bestimmte Lichtquelle, also die Entfernung eines globalen Farbstichs über alle Helligkeitsstufen hinweg, getrennt von der Steuerung der Tonwerte, also des Helligkeitsverlaufs im Bild, vornehmen. Eine Bearbeitung der Tonwertkurve erfolgt so im Prinzip stets farbneutral. Umgekehrt heißt es aber auch, dass es in dieser Palette mangels Ansteuerung der Einzelkanäle nicht möglich ist, die Graubalance für Weiß, Schwarz und den Mittelton jeweils unterschiedlich einzustellen, wie mit einer Tonwertkorrektur in Photoshop. In Lightroom gibt es nur einen Weißabgleich für das ganze Bild, für eine allfällige Feinjustierung der Graubalance getrennt für Lichter, Tiefen und Mitteltöne oder um Weiß bzw. Schwarz im Bild numerisch auf exakt neutrale Werte einzustellen, muss man in Lightroom auf die Gradationskurven ausweichen. Dort lassen sich die Kanäle auch einzeln ansteuern. Im nächsten Video sehen Sie an einem Beispiel, wie man mit den Grundeinstellungen in Lightroom arbeitet.